Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise Jahrtausende lang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang? Viele von euch kennen das Gedicht. Deswegen fasse ich mich ganz kurz, nur zwei Sachen. Das Bild vom Baum ist hier schon, und der Baum steht für Wachstum. Man möchte nicht vermodern oder stagnieren, so wie die Eltern in den bürgerlichen Einrichtungen und zu Hause, sondern die Worpsweder Künstler, zu denen auch Rilke gehört hat, die möchten gerne wachsen, möglichst in die Ferne und möglichst mit ihrer Herzenssehnsucht. Interessant ist dann, dass sich diese Baumringe über die Dinge ziehen. Das heißt, das Wachstum ist nicht nur aus innen heraus, sondern auch durch Begegnung mit anderen Menschen, anderen Materien. Wachstum wird nicht einfach vollzogen wie so ein Reifeprozess, sondern wird auch erstritten und errungen und erkämpft. Da deutet sich schon sehr viel von der Spiritualität des jungen Rilke an. Das zweite Bild ist das von dem Turm. Ich sehe das so, dass Rilke und die Worpsweder Künstler, dass die nach Neuem gesucht haben und deswegen nicht mehr im Schoß der herkömmlichen Kirche geblieben sind, sondern die sind ausgebrochen. Sie wollten etwas Neues finden, etwas, wo Gott unmittelbar erfahrbar wird. Deswegen auch der uralte Turm, den er nicht mehr möchte. Ja, den Turm kann man halt nicht ersteigen. Ja? Also, er weiß ja auch nicht, ob sogar ein Falke ja, da in der Lage ist, den Turm zu erklimmen. Ja? Man lässt den Turm stehen und würdigt ihn und respektiert ihn, aber man guckt woanders hin, in die Zukunft. Da neigt sich die Stunde und rührt mich an mit klarem, metallenem Schlag. Mir zittern die Sinne, ich fühle, ich kann und ich fasse den plastischen Tag. Nichts war noch vollendet, ehe ich es erschaut. Ein jedes Werden stand still. Meine Blicke sind reif und wie eine Braut kommt jedem das Ding, das er will. Nichts ist mir zu klein und ich lieb es trotzdem und mal es auf Goldgrund und groß und halte es hoch und ich weiß nicht wem, löst es die Seele los. Wir kommen jetzt mit diesem zweiten Gedicht mehr in Kontakt mit dem Sprecher des Gedichts. Das ist ja nicht der Rilke selbst, sondern er geht in die Rolle des Mönchs, der Ikonen malt. Und dieses ganze Gedicht ist eine Art Selbstvergewisserung, in welcher Situation er ist und wie er sich dabei fühlt. Der plastische Tag bezieht sich darauf. Das ist ja der Künstler mit seinen Händen, der gestaltet. Und in der zweiten Strophe ist der Goldgrund so hervorragend. Der Goldgrund zeigt die Gegenwart Gottes
in der Ikone. Dieses ist ja das erste Gedicht im Stundenbuch und es wird aber immer überlesen, weil man kann damit nicht so richtig was anfangen, weil man nicht versteht, dass Rilke hier nicht einfach subjektive Poesie von sich gibt, sondern in eine Rolle hineingeht und aus dieser Rolle heraus dichtet. Und da kommt eine unglaubliche Euphorie rein in seinem Schaffen. Also diese, da ist ja auch was Großes drin. Nichts war noch vollendet, ehe ich es erschaut habe. Also so. Ja, und auf der anderen Seite auch die Demut in der letzten Strophe. Nichts ist mir zu klein und ich male es trotzdem. Ja. Ja? Also beide gegensätzlichen Bestrebungen sind vorhanden und machen das so interessant. Mhm. Ja. In dem ersten Gedicht, was du gelesen hast, das kann jeder sich anziehen. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, das kann dich jeder sagen. Bei dem zweiten, das du gelesen hast, muss man schon ein bisschen was auch wissen über das Stundenbuch, dass das nicht irgendwie so lala Poesie ist, ja, sondern dass da wirklich ein ernsthafter Versuch gemacht wird, sich in die Rolle eines Mönchs, der Ikonen malt, zum Beispiel auf dem Berg Athos, das war also Rilke sehr nah, ja, aber in Russland hat er das auch selbst gesehen und das hat ihn maßlos beeindruckt. Er hatte in seinem Zimmer immer eine Ikone stehen und hat sich da einmal am Tag auch wirklich hinbegeben und gebetet. Und da muss man auch noch dazu wissen, dass das eigentlich Gebete sind, die wir hier lesen. Die erste Fassung, die er geschrieben hat für Lou, da waren das noch alles Gebete. Das hat er später dann rausgenommen. Da waren immer so einleitende Texte. Jetzt ist es Abend und jetzt macht der Mönch das und das. Ja. Mhm. Und er hat das dann etwas überarbeitet und dadurch ist das jetzt allgemeiner gehalten. Ich habe viele Brüder in Sutanen, im Süden, wo in Klöstern Lorbeer steht. Ich weiß, wie menschlich sie Madonnen planen und träume oft von jungen Tizianen, durch die der Gott in Gluten geht. Doch wie ich mich auch in mich selber neige, mein Gott ist dunkel und wie ein Gewebe von 100 Wurzeln, welche schweigsam trinken. Nur, dass ich mich aus seiner Wärme hebe. Mehr weiß ich nicht, weil alle meine Zweige tief unten ruhen und nur im Winde winken. Es geht weiter. Dieses dritte Gedicht macht einen Sprung nach vorn. Es geht um Gott. Und da grenzt sich Rilke von dem Schönheitsgott der Renaissance ab. Also da ist so eine Art Unterstellung auch, dass man da schöne Frauen gemalt hat. Mit dieser Schönheit wohl nicht einen ganz koscheren Umgang auch hatte. Und das ist es nicht. Also Rilke ist ein durch und durch reiner Mensch. Und dann kommt wieder der Baum jetzt ins Spiel, der jetzt aber richtig Gestalt annimmt, auf der einen Seite mit den Wurzeln und dem Wasser. Das ist eine Anspielung auf den Psalm 1, wo der Baum Gottes am Wasser steht und deswegen immer grüne Äste hat. Und dann, Rilke bringt dann das Detail von den Ästen hinzu, die im Wind wehen. Also der Baum ist ja nicht nur in der Erde, ja? Er steht ja auch im Wind und im Sturm und im Wetter und hat da, muss sich behaupten gegen diese Dinge. Und da sieht man, wie der Dichter an dem Bild des Baumes arbeitet. Ja? Also vom zweiten Gedicht, also vom ersten am Anfang und jetzt geht es da weiter und dann kommt es noch genauer bis hin zu dem Spruch, mein Gott ist dunkel.
was jetzt gleich kommt. Wie ein Gewebe von 100 Wurzeln. Ja. Das finde ich so schön, weil als erstes wird man dieses Dunkel ja als etwas Negatives bewerten und so wie das Bild weitergeht, ja, verwandelt es sich eigentlich in etwas sehr Kraftvolles und sehr Positives. Ja, so. Genau. Und das ist der Effekt, wenn man die Gedichte im Fluss liest, also eins nach dem anderen, mhm, ja, eins, zwei, drei sind, mhm, wir jetzt, ja, dann vier, fünf, sechs, dann sieht man, wie sich das entwickelt. Mhm. Also wie er an dem Bild des Baumes, das ist für die ersten Gedichte bestimmt, ja, weil, mhm, das ist seine Vorstellung von Gott, diese tiefe Erdkontakt, ja, des Baums. Mhm. Ja. Nicht mehr im Himmel, ja, sondern in der Erde ist der Gott der Zukunft zu finden. Und wie er das dann immer noch mehr ausarbeitet und dann kommt die Dunkelstunden und all das, ja, also. Aber darf ich kurz noch sagen, dass ich die erste Strophe mit diesen Madonnen und Tizianen, also, ja, er selber träumt er ja auch von den Tizianen, ja, weil, ja, du gesagt hast, er ist so rein. Ich meine, schlussendlich ist ja auch diese Liebe zu Lou und seine Leidenschaft auch vorhanden. Also er hat auch, ja, in dem Sinne menschliche Gefühle. Ja, das stelle ich gar nicht in Abrede. Ich meine, das steht so nebeneinander und finde ich so schön. Das ist ja das ganze Wesen von ihm, was das ausmacht. Also das kann man auf jeden Fall so sehen und ein Gott in Gluten ist ja eine wunderbare Formulierung, also für diese Leidenschaft, genau, die dann auch in der Renaissance erstmals gelebt werden durfte. Ja. 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 Das hat ihn schon sehr fasziniert. Es gibt ja auch das Florentiner Tagebuch von ihm, wo er die Begegnung mit Michelangelo, mit Raphael, mit allen Malern der Renaissance dann beschreibt, was das für ihn darstellt. Mhm. Und das ist mordspannend. Ja. Also, er sucht und ist aber so menschlich, ja, verständlich auch. Genau. Das ist schön. Ja, ja. Aber ja, genau. Wir dürfen dich nicht eigenmächtig malen, du Dämmernde, aus der der Morgen stieg. Wir holen aus den alten Farbenschalen die gleichen Striche und die gleichen Strahlen, mit denen dich der Heilige verschwieg. Wir bauen Bilder vor dir auf, wie Wände, sodass schon 1000 Mauern um dich stehen. Denn dich verhüllen unsere frommen Hände, so oft dich unsere Herzen offen sehen. Es lebt von Andeutungen in der ersten Strophe. Also klar ist ja der Bezug zu der Ikone. Aber was ist du Dämmernde, aus der der Morgen stieg? Und was ist, wer ist der Heilige, der diese Dämmernde verschwieg? Und da weiß ich eben eine Deutung, weil ich das Marienleben von Rilke sehr genau kenne. Und meiner Meinung nach ist der Heilige Jesus Christus, der seine Frau, der seine Mutter von sich ferngehalten hat. Er hat gemeint, wenn sie seinen Glauben annimmt, dann darf sie dabei bleiben, aber wenn nicht, dann muss sie weggehen. Also er hatte eine sehr harte Haltung, mhm, zur Maria. Und die Dämmernde, die aus dem Morgen stieg, da denkt man auch an den Morgenstern und an Maria, die dem Morgenstern zugeordnet ist. Also das ist auf einer Ebene von Anspielung, ja, mhm, das muss man nicht so sehen. Aber mhm. Ob es deine Interpretation oder eine mögliche. So meine Sichtweise, die sich dann entwickelt hat, ist, mhm, eben die. Und die zweite Strophe, also das ist einfach unglaublich, was er da mit diesen wenigen Worten auszudrücken vermag. Wir bauen Bilder vor dir auf, ja, wie Wände. Ja. Wir schaffen eigentlich eine Distanz, ja, mit dieser Verherrlichung. Oder diese,
Ja, wie kann das sein, dass jemand, der zu Gott betet, auch Mauern aufbaut zu Gott hin? Ja? Mhm. Mhm. Aber ich glaube, dass er da schon was Richtiges auch sieht. Weil jeder, der betet, macht sich auch ein Bild von Gott. Und das ist das, was den Bezug zu Gott auch zerstört. Das Bild, das ich mir von ihm mache. Du sollst dir kein Bildnis machen. Ja? Der Max Frisch hat das aufgenommen. Und in der Bibel steht das auch als erstes, ja, was man Gott entgegenbringen soll. Du darfst dir kein Bild von Gott machen. Und das steckt hier drin. Ich liebe meines Wesens Dunkelstunden, in welchen meine Sinne sich vertiefen. In ihnen habe ich, wie in alten Briefen, mein täglich Leben schon gelebt, gefunden und wie Legende weit und überwunden. Aus ihnen kommt mir Wissen, dass ich Raum zu einem zweiten, zeitlos breiten Leben habe. Und manchmal bin ich wie der Baum, der reif und rauschend über einem Grabe den Traum erfüllt, den der vergangene Knabe, um den sich seine warmen Wurzeln drängen, verlor in Traurigkeiten und Gesängen. Also zwei Gedanken. Zuerst zur zweiten Strophe, mit dem zweiten, zeitlos breiten Leben. Das ist ja keine landläufige Vorstellung, dass wir noch ein Leben in Ewigkeit haben. Aber das ist hier Bestandteil dieser Suche von Rilke und er stößt eben auf die Zeitlosigkeit als etwas, wo die Seele von genährt wird, wenn sie das erreicht. Und das haben wir in der christlichen Tradition der Kontemplation, genau das, dass man durch stille Übung in die Ewigkeit vordringt. Dann das Zweite ist, ungewöhnlich, dass man Dunkelstunden lieben kann. Also das Normale ist, man flieht davor, so weit wie es nur geht. Weil Dunkelstunden heißt auch Leid, heißt Schmerz, heißt Tod. Ja? Aber Rilke hat die Auffassung, dass die zum Leben gehören und dass nur durch sie der Mensch Tiefe gewinnt, wenn er das bewusst durchsteht. Das Bild des Baumes finde ich da auch wieder so schön. Dieses Wissen um seine Dunkelstunden und diese Vorstellung von diesem zweiten, zeitlos breiten Leben, die ihn wie einen Baum sich wahrnehmen lässt, dass er reif und rauschend ist und darüber reflektieren kann, wie er als Junge verzweifelt war und gejammert hat. Und, ich meine, er ist ja immer noch 24 erst, das ist ja verrückt, was er für Selbsterkenntnisse hat in dieser Zeit schon. Dass er schon jetzt zurückblickt auf sich als Jungen. Ja, also viele Selbsterkenntnisse verdankt er der intensiven Zusammenleben mit der Lou, Andrea Salome. Das ist ja eine ganz überragende Frau gewesen. Die eigentlich Nietzsche wollte sie heiraten, musst dir mal vorstellen. Ja? Und dann heiratet sie sozusagen den Rilke. Ja? Also nicht wirklich, aber sie waren 2 Jahre lang intensiv befreundet und durch sie ist er auch nach Russland gekommen. Und jedes Text, den er geschrieben hat, ist durch ihr Gemüt durch. Sie war eine unermüdliche Vorantreiberin, Kritikerin von Rilke.
Und deswegen meine ich, dass man das sehr ernst nehmen muss, in die Hände von Lou gelegt. Mhm. Ja. Ja, sie hat ihn auch mit seinen Schattenseiten konfrontiert. Also das Wort Schattenseite gab es damals noch nicht. Das gab es dann erst später. Aber Dunkelstunden ist das Wort, das Rilke dafür geschaffen hat, dass es nicht angeht, immer nur auf das Leben zu gucken, ohne sich auch mit dem Tod zu befassen. Und aus dem Gedanken an den Tod entsteht neues Leben. Und über den Tod hinaus gibt es auch noch die Ewigkeit. Du, Nachbar Gott, wenn ich dich manches Mal in langer Nacht mit hartem Klopfen störe, so ist's, weil ich dich selten atmen höre und weiß, du bist allein im Saal. Und wenn du etwas brauchst, ist keiner da, um deinem Tasten einen Trank zu reichen. Ich horche immer. Gib ein kleines Zeichen, ich bin ganz nah. Nur eine schmale Wand ist zwischen uns, durch Zufall, denn es könnte sein, ein Rufen deines oder meines Munds und sie bricht ein. Ganz ohne Lärm und Laut. Aus deinen Bildern ist sie aufgebaut. Und deine Bilder stehen vor dir wie Namen. Und wenn einmal das Licht in mir entbrennt, mit welchem meine Tiefe dich erkennt, vergeudet sich's als Glanz auf ihrem Rahmen. Und meine Sinne, welche schnell erlahmen, sind ohne Heimat und von dir getrennt. Also der erste Teil ist ja fast wie ein kleines Theaterstück aufgebaut. Ja? Tok, tok, tok. Bist du da? Bist du nicht da? Nachbar. Ja. Und das ist toll, also wie nah er sich Gott fühlt, ja? Und wie hilfsbereit er auch ist. Also da zeigt sich der Gedanke des Dienens. Also wir sollen ja Gott dienen, ja? Und nicht dauernd was von ihm wollen. Ja? Und das setzt er so um, ja? Also dass er sich auf Gott fokussiert und dann wartet, ob Gott was braucht oder nicht. Also super, das ist ja. Sehr, sehr schön. Das ist wunderbar. Ja. Ich bin ganz nah. Ja. Ja. Ich horche immer, gib ein kleines Zeichen. Wenn du etwas brauchst. Das ist das Gegenteil von diesem uralten Turm. Ja, das ist oder ein kleines Zeichen. Ja. Ja. So. Nur ein, und dann führt er den Gedanken noch weiter aus, weil das ist ihm so total wichtig. Ja. Nur eine schmale Wand ist zwischen uns. Durch Zufall. Und es könnte sein, sie bricht ein, ohne Lärm und Laut. Ja. Und dann kommt wieder aus deinen Bildern, ist sie aufgebaut. Ja, da also, kommt wieder so die andere Seite. Ja, auch. Die andere Seite, dass wir mit dem Beten auch Gott ummauern, ja? Also Mauern aufbauen, auch wenn wir es nicht beabsichtigen. Und das wird dann fortgeführt in den etwas schwierigeren Schlussteil, weil die Bilder stehen vor Gott, die wir Gott senden sozusagen. Er ist dann umgeben von den Bildern, die wir als Menschen uns von ihm machen. Und dann sagt er, und wenn einmal das Licht in mir entbrennt, mit welchem meine Tiefe dich erkennt, da haben wir jetzt die Dunkelstunden als Tiefe. Ja. Vergeudet sich als Glanz auf ihren Rahmen. Ja, also da ist dann, werden diese Bilder aufgelöst und werden zum Goldgrund und gehen an den Rahmen der Dinge, an den äußeren Rand, an die Peripherie zurück.
Also eigentlich diese Bilder, die wir malen, ja. Diese Glorifizierung von Gott, ja. Schafft eine Distanz, genau. und lenkt eigentlich ab von, ja. den wahren, von der wahren Nähe. Ja, ganz genau. Und der Schluss ist einfach ein bisschen verzweifelt auch. Und meine Sinne, welche schnell erlahmen, sind ohne Heimat und von dir getrennt. Also, da kann er noch so viele Bilder von Gott malen. Ja? Es ist erstens kann er nicht den ganzen Tag Ikonen malen. Ja? Und zweitens kommt dann doch die Müdigkeit und auch die Gedanken, die anderes an anderes denken, zum Beispiel an die Madonnen, ja? Sind ohne Heimat. Also Gott ist nicht die Heimat. Ja? Und von dir getrennt. Da fällt er zurück. In diesen Zweifelnden, sehnsüchtigen, aber zweifelnden. Genau, sehnsüchtig, aber zweifelnd, ob das wirklich Bestand hat. Wenn es nur einmal so ganz stille wäre, wenn das Zufällige und Ungefähre verstummte und das nachbarliche Lachen, wenn das Geräusch, das meine Sinne machen, mich nicht so sehr verhinderte am Wachen, dann könnte ich in einem tausendfachen Gedanken bis an deinen Rand dich denken. Und dich besitzen, nur ein Lächeln lang, um dich an alles Leben zu verschenken, wie einen Dank.